Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht in World of Tanks. Ich fahre heute den Jagdpanzer Stuck 3B auf der Karte Paris. Und ich bin hier absolutes Low-Tier in diesem Match und hoffe, dass ich hier doch einigermaßen durchkomme. Warum jetzt dieser Panzer 4 und der Panzer T28 sich beide auf eine TD-Position stellen? Aber gut, der T28 fährt weg, aber der Panzer 4H bleibt hier stehen, ist mir ein Rätsel. Von hier aus können sie doch gar nicht so viel ausrichten, als wenn sie ihrer eigentlichen Aufgabe nachgehen würden. Und der BT-7 da drüben steht so gut gedeckt, da komme ich nicht dran. Und da ich einen Moment hier Zeit habe, Greetings to Marius, to Romania, you see the Stuck 3B with the 10.5 cm gun. So, das war ein Gruß an meinen Zug-Mitspieler, der mit mir öfters mal im Platoon fährt. Und jetzt konzentriere ich mich wieder auf das Spiel hier. Da habe ich den BT-7 endlich anwählen können und dann war er zerstört. Jetzt muss ich doch mal mich anders hier positionieren. Der 4H geht mir auf den Zwirn. Und da drüben steht ein T-78, aber steht hinterm Gebäude. Ja, ganz deutlich. Ist nichts zu machen. Und da steht ein Hetzer. Und da drüben ist ein M10 RBFM. Also hier kann ich nichts mehr ausrichten. Ich werde mich jetzt Richtung Valiant hier orientieren. Und da ist ein Lago. Bleibt dankenswerterweise stehen. Volltreffer in den Lago. Gleich mal 319 Schaden im Lago produziert. Und den Lago ausgeschaltet. Ja, die Seite ist deutlich besser. Und da drüben ist ein T28. Oh, hat sich in Sicherheit gebracht. Und da drüben steht ein weiterer Stuck B. Mein gegnerischer Counterpart sozusagen. Und da drüben steht ein Valentine AT. Anvisiert und den Valentine AT zerstört. Dann ist da noch der T-78 und den T-78 mit 338 Health Points bestraft. Und dann steht da drüben ein Valiant. Durch den Valiant wird das schwer. Ah, ich kam nicht durch. Und da ist der Valiant auch zerstört. Und der T28 ebenso. Und das Match ist zu Ende. 15:1. Das war der Stuck 3B auf der Karte Paris. Eine WN8 von 3994. Damage von 1125. Und 2 Kills. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Und ansonsten hören und sehen wir uns im nächsten Gefecht wieder.